Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Christian und ich möchte wieder auf einige Aktien für euch eingehen. Es gab wieder einige Anfragen und es freut mich auch, wenn ihr immer schön unter den Videos mit kommentiert, Fragen stellt. Gehe ich gerne mit drauf ein. Ja, ein Like da lasst, das ist immer super. Und jetzt möchte ich mit euch mal die Aktie von VFC anschauen. Da haben halt einige angefragt nochmal, auch nachdem ich das letzte Mal vorgestellt hatte. Ja, wie sieht es denn jetzt auch langfristig? Sollte man jetzt einsteigen, nachdem es so runtergekommen ist? Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Also letztendlich hatten wir hier, ich bin jetzt im Tagesschart und das war quasi vor genau 2 Jahren. Ja, im Mai 2021 hatten wir hier den letzten Hochpunkt gehabt und seitdem befindet sich halt die Aktie langfristig im Abwärtstrend. Und ja, seit diesem Hoch vor 2 Jahren, wenn wir uns das mal genau angucken, hat jetzt VFC halt wirklich knapp 80% verloren. Ja, das ist schon eine Menge. Und nun gab es halt so die Meldung, Mensch, die wurde jetzt so verprügelt, die kann doch gar nicht mehr tiefer fallen. Ja, das kann doch jetzt nur noch nach oben gehen. Und dann nochmal dieser Hinweis, ja, dieser Börsenhinweis, eine Aktie, die um 90% gefallen ist, ja, also es gibt ja auch Aktien, die fallen um 90%, die ist vorher um 80% gefallen und dann nochmal hat sie sich halbiert, also um weitere 50%. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ja, 80% oder 90%, das klingt ja jetzt erstmal nicht so viel, so großer Unterschied. Ja. Aber eine Aktie, die um 90% gefallen ist, ist vorher schon mal um 80% gefallen und hat sich danach nochmal halbiert. Das sind dann 90%. Ja. Also sowas ist möglich. Und immer diese Sprüche, es kann doch nicht tiefer gehen, es kann doch nicht tiefer gehen. Also es wäre natürlich auch möglich. Natürlich könnte es ja auch tiefer gehen. Ja. Es werden vielleicht auch viele gesagt haben, hier im Bereich von 43, Mensch, die hat sich jetzt mehr als halbiert. Ja, jetzt ist ein guter Einstieg. Ich hatte sie ja damals auch erstmal eine Weile seitwärts gehalten. Es ist weiter möglich und nur darauf zu sagen, die ist jetzt weit runtergegangen. Ich steige jetzt ein, weil es nicht mehr weiter runtergehen kann. Ja, jetzt muss es doch mal nach oben gehen. Das ist halt ein falscher Ansatz. Persönlich immer noch der Hinweis, ich bin nicht in VFC investiert. Habe auch die Aktie nicht so mit auf meiner Watchlist. Und nochmal der Hinweis, alles, was ich euch jetzt hier erzähle oder zeige, ja, ist nur als Unterhaltung und letztendlich handelt ihr eigenverantwortlich, ja, und es ist jetzt keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf. Gut, wie gesagt, das jetzt im Tageschart langfristig gesehen, wenn wir da mal ein bisschen näher reingucken, ja, dann sehen wir hier, hatten wir zuletzt ja zwei kleine Unterstützungen, einmal im Bereich um die 20 und dann auch einmal nochmal hier im Bereich um die 18,50. Die haben beide nicht gehalten, ja, und der Kurs ist jetzt an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt, an einem wirklich ganz entscheidenden Punkt. Und warum das so ist, wollen wir uns mal anschauen. Vorneweg, Tageschart-Indikatoren sind unten. Ja, das könnte da schon mal interessant werden. Und wenn wir uns das Ganze mal jetzt langfristig anschauen, also ich gehe mal wirklich im Bereich nicht nur Wochenchart, sondern Monatschart. Ja, dass wir uns hier mal wirklich den kompletten Chart angucken. Und was mir da als erstes auffällt, wir hätten hier eine Formation, einige von euch kennen das vielleicht, eine Schulter-Kopf-Schulter. Ja, eine sogenannte SKS. Und wenn wir sagen, hier ist eine Schulter, das nehmen wir als Kopf und hier eine Schulter. Ja, also hier die Schulter, hier haben wir den Kopf und hier haben wir die rechte Schulter. Ja, dann können wir hier im Bereich um die 50 Dollar eine Nackenlinie einziehen. Ja, also können wir auch nochmal einen Wochenchart mit ein bisschen genauer angucken, wenn wir hier die Nackenlinie reinziehen. Ja, also hier Schulter, Kopf, Schulter. Da haben wir hier wirklich die Ausbildung, linke Schulter, ja, den Kopf und hier dann rechte Schulter. Da haben wir wirklich in diesen Bereichen die Nackenlinie. Und ist ja meistens so, wenn die Nackenlinie gebrochen wird, da gibt es nochmal einen Retest. Das sehen wir dann hier. Ja, der Kurs ist hier durch die Nackenlinie gefallen. Es gab nochmal den Retest und danach ging der Kurs weiter nach unten. Ja. Und nun gibt es auch noch diese Varianten. Wie weit kann dann ein Kurs fallen, nachdem es durch die Nackenlinie durchgebrochen ist? Ich wechsle nochmal einen Monatschart. Ja, und dann kann man ja auch immer nochmal als Orientierung, wenn das so kommen sollte, vom Hoch bis zur Nackenlinie, ja, und dieses Ziel dann projizieren. Und sollte das natürlich hier so eintreffen, dann wird man in den Bereich fallen, da sind wir schon bei 2 Dollar. Ja, beziehungsweise dann wird man natürlich hier wieder diese Tiefs anlaufen. Ja, das muss jetzt nicht so kommen um die 5 Dollar. Das möchte ich nochmal mit gesagt haben. Ja, langfristig gesehen, wirklich langfristig gesehen, ja, sieht es aktuell bei der Aktie nicht ganz so gut aus. Es gibt aber einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja, also ich möchte jetzt nicht hier alles schwarz malen.
Ich nehme das erstmal wieder raus. Weil, wenn wir das langfristig jetzt sehen, wir zeichnen hier mal den langfristigen Trend ein, ja, also das Tief hier und das Tief hier, dann seht ihr schon, wir haben hier einmal diesen langfristigen Trend hier und sind jetzt genau da wieder in diesem Bereich dran. Genau in dieser Zone sind wir jetzt dran, ja, um die 17 Dollar. Also die 17 Dollar sollten jetzt in dem Sinne halten. Und ich wechsle nochmal in den Wochenchart. Ja, wir haben jetzt hier diesen Langfristtrend mit drin. Und wir haben auch nochmal hier diese Zone. Ja, ich mache die mal ein bisschen größer. Diese hier, das war aus dem Jahr 2010. Wenn wir da mal schauen und diese mit als Unterstützung einzeichnen. Ja, das haben wir hier. Hier hat es dann gehalten als Unterstützung, hier als Unterstützung. Und wenn wir da jetzt aktuell schauen, sind wir auch mit dieser Unterstützung genau in diesem Bereich um die 17 Dollar. Also jetzt eine ganz spannende Zone, wo der Kurs eventuell sich wirklich mal stabilisieren könnte, weil auch hier im Wochenchart sind die Indikatoren schon unten. Und sollte es jetzt zu einer Stabilisation kommen, dann könnte es natürlich auch passieren, dass der Kurs jetzt erstmal wieder nach oben läuft und sich etwas erholt. Ich möchte jetzt nicht gleich sagen, dass es da eine Trendumkehr gibt, aber hier in dem Bereich könnte es jetzt vielleicht mal eine Erholung geben, wo man sagen könnte, erste Ziel vielleicht so in dem Bereich, ja, zwischen 26 und 38 Dollar, diese Zone, dass er da vielleicht nochmal reinläuft. Und da muss man schauen, wie sich der Kurs weiterentwickelt. Sollte natürlich dieser Bereich gebrochen werden, ja, dieser langfristige Bereich, dieser Aufwärtstrend, dann kann es natürlich weiter tiefer mit der Aktie fallen. Und wie gesagt, dieser Zielbereich dann von der Schulterkopf-Schulterformation, das wäre dann halt ein einstelliger Bereich. Ja, und dann wird man die ganzen Anstiege der letzten Jahre und Jahrzehnte wieder abgeben und hätten dann hier eine Zone, Bereich um die 5 Dollar. Ja. Bis dahin gibt es natürlich noch ein paar andere Unterstützungszonen. Ja, auch hier im Bereich um die 15 Dollar wäre noch mal eine Unterstützungszone. Das war hier Widerstand gewesen. Ich zeige das nochmal kurz mit ein. Ja. Hat mich hier Widerstand, 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 sind dann durchgekommen hier als Unterstützung. Nochmal durchgefallen, Widerstand, Widerstand. Und danach ging es dann durch. Das könnte dann auch nochmal hier der Bereich 15 Dollar wichtig werden. Aber ihr seht schon, das ist halt wirklich jetzt eine markante Zone, wo sich jetzt viel entscheiden könnte für die Aktie. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es gab euch wieder ein bisschen Mehrwert. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo oder schreibt auch in die Kommentare, ob euch die Videos einen Mehrwert bieten. Ob das euch so passt, ob ihr da noch ein paar Veränderungen, ein paar Wünsche, Anregungen mit habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Christian.